muss ich schon wieder etwas sagen. Eigentlich möchte man nur noch ein wenig bei diesen Texten verweilen, denn sie lassen vor uns so klar aufleuchten, dass es letztlich nur zwei Möglichkeiten gibt: in Christus oder im Antichristen bleiben. Dazwischen gibt's nichts. Und das leuchtet eben bei Johannes in herausragender Weise auf. Auch hier im zweiten Kapitel im Johannesbrief: Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt, und jetzt sind viele Antichriste gekommen. Sie sind aus unserer Mitte gekommen, sie gehörten nicht zu uns, denn wenn sie zu uns gehört hätten, wären sie bei uns geblieben. Früher schon hat er in seinem Brief geschrieben: Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, das Prahlen mit dem Besitz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt und ihre Begierde vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn wir die Gebote Jesu Christi halten, erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch leben, wie er gelebt hat. Und so kann man sich durch diesen Johannesbrief durchlesen, und eines wird ganz deutlich werden: Es gibt nur das Leben in Christus oder wir sind im Bereich des Antichristen. Und dieses großartige Johannesprolog, er ist eine Anrede an dich und an mich. Das Licht Jesus, seine ganze Existenz und alles, was er uns sagt, ist ein Licht, das in der Finsternis leuchtet. Die Welt ist durch ihn geworden, sie erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Seinen, das sind doch wir. Und am Ende dieses Weihnachtsfestes möge doch ein echtes Wollen wachsen, dass wir in seinem Reich zu Hause sind, das nicht von dieser Welt ist. Dass wir das Geheimnis von Weihnachten wirklich annehmen: Christus ist mein Leben. Er ist das Licht auch für diese Zeit, in die wir hineingehen. Und uns muss es um sein Reich gehen und um seine Gerechtigkeit. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere werden wir dazu bekommen. Alles andere. Er führt uns durch jede Zeit. Und er lässt uns so geborgen sein in seinem Reich, in seiner Herrlichkeit, dass wir dann auch wie ein Stephanus, den wir ja am zweiten Weihnachtstag betrachtet haben,
den Himmel offen sehen, ihn zur Rechten des Vaters. Und in der Welt ein klares Zeugnis hinterlassen können, egal was uns aus der Welt zukommt. Was ich euch an diesem Weihnachtsfest so wünsche, ist, dass ihr mehr Freiheit habt gegenüber der Welt. Dass euch nicht alle möglichen Ängste, die letztlich an Weltdingen sich festmachen, besetzen, sondern dass ihr und wir alle auf unseren Erlöser schauen, auf den Heiland. Von ihm alles erwarten und für ihn leben. Dass er, der jetzt zu uns kommt, von uns den Seinen aufgenommen wird. In diesem Sinn möchten wir ja für den Himmel geboren werden. Denn das ist das eigentliche Leben. Und es ist dieses wahre Licht, das jeden Menschen erleuchten wird. Es kam in die Welt. Existenz ist nur in diesem Licht, in dieser Wahrheit möglich, in dem Leben, das er uns anbietet, indem wir uns mit ihm vereinigen und er sich mit uns vereinigen darf. Ich wünsche es euch, ich wünsche es auch mir, dass es mich noch viel mehr bestimmt wie bisher. Die Liebe des menschgewordenen Gottessohnes, der gekommen ist, um uns in seine Welt hineinzuhören, zu holen, der es keine Zeitlichkeit mehr gibt und keine Abfolge von Stunden, sondern ein ewiges Sein in jener Fülle, nach der jedes Menschenherz Sehnsucht hat. Das bietet sich jetzt ganz real an. Machen wir Herzen und Sinn weit und nehmen wir ihn an als unser Leben, als unser Weg, als unsere Wahrheit. Amen.